So, Leute, neuer Tag, neuer Cast und diesmal immer noch was vom Spieltag 1, aber nicht irgendwas, nachdem wir jetzt schon mal Liga 1 gecastet haben. Und zwar dieses wunderbare Game Mero gegen Passi. Haben wir heute wieder ein spannendes Game. Diesmal eigentlich das komplette Gegenteil von Mero gegen Passi, weil es hier nicht so sehr Rivalität, also Rivalität schon, aber nicht so sehr die Antipathie gibt, sondern vielmehr sind Skiller bzw. Swagger und Testo bzw. Luck Freunde und zocken relativ häufig mit und gegeneinander, weshalb die Begegnungen natürlich gerade hier in der Liga extra schwitzig sind. Und damit der Schweiß hier nicht zu viel wird für eine einzelne Person, bin ich auch mal wieder nicht alleine. Ich habe eine neue Stimme mitgebracht, die ihr vielleicht schon gehört habt, einfach weil er in der Community sehr aktiv ist, bisher auch immer mitgespielt hat. Nur haben ihn jetzt leider in der Liga die guten Geister seines PCs kurzzeitig verlassen, weshalb wir ihn nicht mit reinnehmen konnten. Dafür bringe ich ihn euch so mit, den guten Tim. Hallo Tim. Ja, moin. Also ich freue mich immer wieder, dir zu helfen und auch hier mit dabei zu sein. Und ich denke, das wird ein echt interessantes Spiel. Ich meine, wir haben ja schon bei Mero und Passi auf jeder Ja. Map echt interessantes Gameplay gesehen. Und vor allem jetzt bei Hauser. Mal gucken, was uns da erwartet. Hauser wird wahrscheinlich, also ich weiß nicht genau, wie Hauser das spielt. Wirtschaftlich ist ja nicht mehr so drin, vor allem nicht gegen Indien gefühlt. Die Karte selber, Saguenay, ist ja echt spannend. Wir haben es ja jetzt schon 100 Mal erwähnt. Es gibt mehrere Varianten. Hier sehen wir die lange Handelsroute plus Winter, also eigentlich so eklig wie nur möglich. Weniger Ressourcen, weniger Platz am Wasser und die Handelsroute kannst du ja auch nicht komplett krallen. Das ist total unsympathisch eigentlich. Aber ich würde behaupten, diese Version ist sogar grüner für Skiller, also für den Hauser. Weil er kann sich auf jeden Fall mindestens zwei Handelsposten holen. Also einmal den Native-Handelsposten, bei dem er ja Einfluss generieren kann, und dann nochmal die normale Handelsroute. Und wenn er dann ein bisschen Druck macht, auch noch einen zweiten in der Handelsroute und nochmal einen Native-Handelsposten. Und im Han Native-Handelsposten gibt es ja auch noch die Kree-Verbündete, in denen er nochmal extra Wirtschaft kriegen kann über die Kuröre. Das erste bisschen Schweiß haben wir gerade schon gesehen. Swagger hat genau in der Sekunde, wo sein Dorfbewohner gebaut wurde, das Haus fertig bekommen. Also es war wirklich so ein Klick-Klick-Klick-Moment. Aber sehr schön gemacht. Und ich bin da voll bei dir. Ich würde auch echt gern von beiden tatsächlich das sehen, dass sie hier auf die Kree gehen, einfach weil es so ein toller Bonus ist. Für die Einheiten 10%, für was 200 Ressourcen, 400 Ressourcen, ganz egal, auf alles 10% Lebenspunkte ist ja verdammt gut. Und vor allem darf man nicht vergessen, gerade Hauser kriegt ja auch noch diese ganzen Upgrades für ihre Zusatzressource. Also das ist nochmal was, was nicht auf die Haupteco geht, die man in Einheiten steckt. Jeden Fall. Ich bin mal gespannt, decktechnisch Anti-W, Anti-Wasser, alles klar. Sieht jetzt nicht so krass aus, anders als wie man es sonst kennt von Testo, also von Luck. Was anders ist, ist natürlich zwei Karavellen im zweiten und eine Fregatte im dritten. Also wir haben schon drüber geredet bei dem Spiel Mero gegen Passi, dass die Franzosen ja auch meistens auf so einer Karte schon Anti-Wasser zumindest dabei haben sollten. Das heißt einfach ein paar Schiffe, damit man dem Gegner Wasser zumindest streitig machen kann, wenn man sich schon nicht selber nimmt. Was sagst denn du Auf jeden dazu? Fall. Ja, also ich finde beide Decks, also ich habe auch schon bei dem von Skiller reingeschaut. Skiller hat auch im zweiten und im dritten Boote dabei. Also einmal hier Tatsächlich. die Kampfkanus und dann im dritten tatsächlich die Schibecke. Aber ich finde gerade für so eine Karte sind diese Karten relativ wichtig, eben weil es so viel Wasser gibt und selbst auf der Wintermap, wo das Wasser ja ein bisschen kleiner ist und nicht ganz so viele Fische enthält und Wale, gibt es schon vier Wale. Und das ist halt auch schon ein recht guter Eco-Vorteil, wenn man das hat. Ja, das wären 16 Fischerboote, also da ist doch ordentlich was zu holen. Und vor allem eine Tatsache oder eine Sache, die hier jetzt nicht gespawnt ist, ich weiß gar nicht, ob die im Wasser einfach ausfällt, es gibt keine Inseln, also keine versteckten, sicheren Docks, die man da bauen könnte. Macht das Ganze natürlich auch nochmal spannender. Und während wir gerade über die Maps und Karten und Decks geredet haben, agieren beide schon. Ja. Also der Inder, also Testo gerade aggressiv mit dem Agra vor. Sehr schön, finde ich Und richtig und wichtig. ja, bei Skiller habe ich leider keine Ahnung, was das für ein Nature ist. Was Was das heißt, macht. wie heißt das denn? Hauser, Hauser. ja, du kriegst einen Hauser-Builder mit jeder, was war es, mit jedem Shipment oder so, oder mit jedem technologischen Upgrade. Und du bekommst 300 Holz, das ist also recht fein. Also wenn du anschaust, er hat auch gleich das Hauser-Königreich durchgeschickt, bekommt dafür einen Handelspostenbauer und nochmal einen Universitätsbauer. Kann hier also gleich voll die Infrastruktur aufstocken für insgesamt so 600 Ressourcen an Holz. Also im Wert von dessen baut er Echt gerade gut Infrastruktur. getimt. Ja. Das ist einfach sehr schön. Hauser ja auch so eine Ziff, mit denen die meisten so eine Hassliebe haben irgendwo. Also entweder hast du sie oder man liebt sie, so würde ich sagen. Nicht eine Hassliebe per se.
Weil es Ja. natürlich eine vielseitige, eine coole Ziff ist, mit der man echt gute Fights nehmen kann. Gleichzeitig aber halt eine unglaubliche Ranze, wenn du da reinläufst und dann hörst du die ganze Zeit das Tröten und deine Armee ist weg. Und du weißt nicht warum. Ja, was ich auch letztens mit Mystery herausgefunden hatte, nochmal, ist, dass man die Krioten ja auch schon im zweiten bauen kann. Aber da musst du halt dann auch wirklich bauen. Das ist halt so ein Ding. Ja. Und da geht auch schon der Handelsposten für Skiller hoch, der Kriehandelsposten. Oh, mal schauen, ob aber der vorgelagerte Handelsposten aufgeht, weil da steht jetzt der Handelsbauer schon, aber auch die Sepoys sind am Start. Da, nee, er zieht zurück. Aber schön gemacht. Glück gehabt auf jeden Fall für Swagger, also für Skiller in dem Fall. Also, Ja, Swagger, Skiller sind aber die gleichen, Testen nicht Testo Lack sind hinterher. die gleichen, gerade dass es Bescheid ist. Und Lack macht es sehr schön. Was man übrigens sieht, Lack hat definitiv hier keinen 12 Sepoy-Rush drin gelegt, weil wir haben 700. Ja, wir haben tatsächlich, cool, auch spannend, wir haben die Abholzung. Den Wood Trickle, Auswärtige. den zweiten, durchbekommen auch noch. Sehr interessant, finde ich. Und als zweite Karte die 700 Gold. Ich weiß nicht genau, wofür. Ich nehme an, dass er damit sich die Tiger-Clown schicken lassen wollen könnte. Für den Fall, dass der Gegner, weil die stärksten Einheiten vom Gegner sind ja alles Plänkler-Einheiten. Ob das jetzt die Da sudanesischen eigentlich gerade Derwische so sind. reingrätschen, aber ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Hier, Hau rein. Skiller hat versucht, den Handelsposten bei dem Hohendorf aufzubauen und Testo konnte das verhindern und konnten direkt downsiegen. Das ist natürlich schön. Also allein da die Handelsposten ein bisschen zu denyen, ist wunderbar. Schließlich geben die ja neuerdings auch XP, beziehungsweise in dem Fall Einfluss. Also alles wichtige Ressourcen. Und da sehen Auf wir jeden auch schon die Fall. ersten Fulani. Und es kommen auch Fulani geschippt. Das Und es könnte. werden Ja. Kuriere ausgebildet. Von wem? Von beiden? Schön. Also von Skiller jetzt schon und bei Testo geht gerade erst dann das Posten auf jeden Fall Ja, hoch. finde ich super wieder richtig und wichtig, sage ich mal. Und er macht schon extrem viel Druck und fordert auch vor allem mit einer relativ kleinen Sepalmasse relativ, oder was heißt relativ klein, mit einer nicht allzu großen Sepalmasse recht viel Investment auch von Skiller an der Seite. Gefällt mir gut, was Lack da macht, aber wundert mich auch nicht. Der hat sich ja darauf vorbereitet und der kennt seinen Gegner ja auch schon ziemlich gut, grundsätzlich. Andersrum natürlich das Gleiche. Aber was ich gerade merke, Skiller hat keinen Plan, wo das vorsteht. Das hat er nicht gescoutet. Das ist natürlich unangenehm. Also man Er kann hat sich vorstellen, insgesamt dass nichts von eins der da gegnerischen ist. Basis. Oh, das ist schön. Das heißt natürlich, dass Herden und alles Mögliche von Lack relativ sicher sind. Gleichzeitig baut jetzt hier, Swagger baut tatsächlich noch drei Kühe nach. Einfach um noch ein bisschen mehr Trickle zu haben und um sie potenziell zu verkaufen. Ich glaube aber eher der Trickle hat auf jeden Fall auch relativ viel Gold auf der Seite. Und jetzt kommt in der Mitte das erste Engagement. Lack hat zwar das Gold auf der Seite und hat jetzt einfach aufgehört, Gold zu sammeln. Ich glaube, damit, das hat er wahrscheinlich hergenommen, um ein bisschen mehr auf Gurke noch zu gehen, um sich besser mit den Bogenschützen fighten zu können. Finde ich einen Ah, das interessanten sieht Ansatz. gerade sehr stark nach einem H3 aus, also als ob er sich als nächstes 700 Gold. Okay, vielleicht doch nicht. Ich nehme alles zurück. Er hat es gerade genutzt, um auszubilden. Ja, er hat, glaube ich, ein bisschen Angst, weil Sovare würden hier jetzt gerade ziemlich Rabauz machen und ich glaube, die paar Speerwerferreiter sind halt einfach nicht stark genug, um die schnell genug rauszuholen, die Sovare. Und vor allem, wenn dann Bostanci mit dazukommen, und das kann man sich ja bei Swagger, bei Lack an der Stelle total erwarten. Wir sehen auch schon das Oh. osmanische Konsulat. Da kann einiges passieren. Und was gerade sehr schön ist, bei Testo kommt gerade, wie heißt es, Kriegerbung durch. 10% Das ist Lebenspunkte. das 10%, ja, exakt. Das ist sehr schön, vor allem da die Sepas ja sowieso schon recht viel Leben haben. Das geht dann so nach dem Motto, viel hilft viel und an der Stelle hilft es halt extra viel. Dorfbewohner technisch übrigens extrem close, Fast die 200 beiden. Leben. Na, krass. Tatsächlich, ja. Genau, die 18. Das ist stärker, Aber als wenn er sich mit den tendenziell, Briten verbündet. ja, tendenziell denke ich aber, dass Testo in einer weitaus besseren Position ist, weil er halt immer noch mehr Siedler dazu bekommt, ohne wirklich was dafür zu machen. Ja, das sehe Weil ich er auch halt mit so. jedem Shipment Siedler Ja. dazu bekommt. Was aber auch, stell dir mal ganz kurz an, also wir haben jetzt auch diesen Handelsposten, den hat er ihm ja doch nicht abnehmen können. Er hat zwar den vorderen nochmal zerstört, aber der hintere Handelsposten bei den Huronen bleibt auf jeden Fall für Skiller stehen. Ja. Es ist jetzt so Aber ein der ist kleines neu, weil Taktieren. das Ja, der erste ist Mal neu. bisher rund. Der ist relativ Okay. neu. Habe ich verpasst. Und dahinter geht Test jetzt, wie es scheint, ins dritte. Ja, scheint so. Er baut auch noch Kaff, um hier vielleicht fighten zu können. Die Bostanci laufen ein bisschen gefährlich vor von selber. Muss er auch zurückziehen, jawohl. Pull trickt er sehr schön aus dem Massaker raus, das hier hätte passieren können. Oh, hast du es gerade gesehen? Er hat die Sovare abgebrochen. Er hat die Sovare einfach auf Abruf und
kickt sie immer wieder rein und raus, die Schiffsladung, damit er im Zweifelsfall halt gegen diese Masse ordentlich reinhauen kann. Weil eben auch die Zehen weiter, die haben schon ordentlich Schaden, keine Frage. Aber nicht schnell genug, dass sie die Einheiten schnell genug rausholen, um die Plänklermasse, glaube ich, zu stabilisieren oder stabil zu Auf jeden halten. Fall. Vor allem, weil Solarien nochmal extra Schaden gegen leichte Infarmen. Ja. Und durch Fulanis schnetzeln die sich halt dann durch. Wir kommen jetzt mit dem Charminator hoch, also die Karte, das Gebäude, das dir einen Mahut gibt und gleichzeitig auch noch die verbesserten Einheiten, die deine eigenen Einheiten dann jeweils buffen, mit dazu ausbilden lässt. Also ziemlich klassisches H3 von Luck. Punkte Gleichstand bzw. gleicher Vorteil für den Inder. Die Frage ist halt, also Swagger will ja eigentlich oder sollte eigentlich ins Dritte, weil er da die stärkeren Einheiten nochmal hat und seine Upgrades und alles, was er eigentlich will und braucht, oder? Wenn jetzt der Da Inder kommen gerade vor ihm auch ins Krioten Dritte durch. kommt, ja. Oh, er baut sie tatsächlich. Gut, dass du es angesprochen hast vorher. Da bin ich gespannt, wie dieser Fight läuft. Ob jetzt hier tatsächlich Swagger auf einen Anti-H3-Push geht, weil der hat ja hier gerade ganz schön viele Einheiten auf einen Schlag draußen. Das könnte es Fall. tatsächlich sein. Was ich da noch schön 54 fände, wenn er Einheiten. sich. Ja? Ja, 54 Einheiten davon halt ein paar Derwiche, Speerreiter, alles, was man haben möchte. Ich überlege mir gerade, der könnte sich jetzt, er schiebt sich gerade den Einfluss, mit 1000 Einfluss könnte er sich schon einiges ballern. Er könnte sich auch die Huronen holen tatsächlich, zum Beispiel. Und dann hätte er noch viel mehr Lebenspunkte zusätzlich zu den Krioten. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Luck währenddessen ist im dritten, erste Karte auch direkt die Urumi, was Sinn macht, weil die natürlich gegen Infanterie ordentlich ziehen. Auch gegen Also die tatsächlich, Krioten, glaube ich. die haben halt nur einen Multiplier gegen schwere Infanterie. Ah, schade. Es gibt ja zum Das heißt, Beispiel die ich weiß nicht, ob Sovare. das die richtige, Ja. ob es das Richtige da in der Situation ist, aber. Die Sovare beispielsweise, die würden die Krioten zum Teil kontern, wenn ich mich richtig an die Schadensmultiplier erinnere. Das ist ein ganz interessant. Oh Gott, da könnte jetzt ein richtig böse Urumi-Pop passieren, direkt unter dem TC. Minutemen kommen auch, die Oh, und Osmanischen. da kommen Minutemen. Ja, da kommt jetzt alles. Und die anderen Minutemen auch, die Urumis gehen direkt drauf, also direkt in den Angriffsmodus. Ach oh Gott, ist das mal Ist brutal. das ein schöner Pop? Hahaha. Uff, ey, und vor allem der Flächenschaden hier zimmert ordentlich. Ja, und das schreibt Skill auch. Vollkommen zu Recht. Punktetechnisch natürlich total absolute Katastrophe für ihn. Sogar die Wills kommen mit raus, um ein bisschen mehr Damage zu machen, aber da geht halt alles drauf. Das war kein so geiler All-In, ja? Könnte man so sagen. So, wie viele Sekunden waren das jetzt? 10? Das waren Da kommen 20 jetzt noch ein paar Sekunden. Huronenschutzschilde, aber. Ja, das ist dicht. Meine Fresse, ja, das war ein sehr schöner Pop hier. Also die Urumi ist richtig gecallt und vor allem das Timing war halt on point und vor allem dann steht er noch, das finde ich ist immer eine unglaublich gefährliche Situation, so auf die andere Seite, also quasi auf das der eigenen Basis gegenübergesetzte Ende. Wenn man in die Richtung hinterm Dorfzentrum vom Gegner also steht, dann brauchst du halt 130 Jahre, bis du da wieder rauskommst, wenn du angegriffen wirst. Also, dass der da nicht lebend rauskommt. Swagger hat übrigens tatsächlich mehr Ressourcen, soll an der Stelle mal gerade gesagt sein. Mit Hübsch. dem Hätte ich nicht Einfluss erwartet, natürlich. ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Militär da auch mehr, aber natürlich Kill-Death-Verhältnis steht ganz klar auf Seiten von Luck. Heiliger, das war ein Ja, wenn du ordentliches dir mal Ding. die Statistik hinten ansiehst bei der Zeitlinie, bei Bevölkerung und Militäreinheiten. Ja, und da darf man nicht vergessen, da sind bei Swagger ja auch die Indianereinheiten nicht dabei. Die Derwische sind ja nicht dabei. Und so Sachen. Ja, stimmt. Aber meine Fresse, da ging es halt auf einen Schlag richtig bergab. GG auf jeden Fall, gut gespielt. Und ich würde sagen, hauen wir uns gleich ins nächste. Mal schauen, ob das auch so flott vorbei ist. Gerne. So, ich bin schon drin bei 3 Sekunden. Dann kannst du mir Bescheid geben, wenn du auch. Oh Gott, was ist denn das hier wieder? Jetzt kommt natürlich China, die zweite Main-Civ von Luck. Und Indien, die Main-Civ von Swagger. Das ist ja auch so, die beiden sind ja beide so Inder-Fanaten. Und das finde ich wunderbar, weil die Civ mir gerade auch viel Spaß macht und ich mir da ein bisschen was abschauen kann. Aber Alles, was ich schön gefunden hätte, ein so ein richtig Inder-Mirror. schönes Kinder-Mirror. Ja, absolut. Ich weiß, dass du ein Fan von bist. Ich weiß auch, dass Ankron absolut kein Fan von ist. Er hat es ja nochmal bestätigt im letzten Stream. Ja. Oh Gott. Ja, wie sieht's aus? Bist du Ich bin drin. perfekt. Bei 3 Sekunden, ich würde sagen, auf 3 geht's los. Eins, Exakt.
2 und 3. Das ist tatsächlich so ein Matchup, da habe ich recht wenig Erfahrung. Gegen China weiß ich nie genau, was du da wirklich machen willst und musst, weil deren H3 gefühlt halt so stark ist, aber wenig Artillerie auf Also deren Stärke mittlerweile hat. weiß ich es. Ja? Also ich In habe dem gehört, Matchup? Mahouts sollen effektiv sein. Man muss was? Mahouts, ja gut. Ich Zion, habe ich gehört, erinnere Mahouts mich, sollen ja. effektiv sein. Der hat jetzt ein bisschen gebraucht, bis der eingesickert ist bei mir, gebe ich zu. Ja. Aber da sind schon sehr schöne Schätze für den Inder auf der Karte. Also ich sehe Nahrungsschätze und vor allem auf der rechten Seite hat er schon den ersten Holzschatz erschnuppert. Währenddessen der Chinese baut schon seinen Handelsposten. Also ganz klassisch hier am Start. Was das Schöne ist, auf dieser Map gibt es halt relativ viele Schätze, die nur einen Wächter haben. Das heißt, also hier Skiller kann mit jedem seiner Kundschafter auch einzelne Schätze heben. Ja. Kannst du sogar so auch, also gegen Wölfe zum Beispiel ist das wunderbar einfach. Oh, aber der Goldschatz, sieht ihn mal an, da rechts beim Handelsposten, wer glaubst du kriegt den? Das wäre für mich jetzt nicht feststellbar. Den kriegt tatsächlich Lack, krass. Ja, Testo. 50. Bruder. Oh Gott, Gott, Gott. Ja, da muss ich dann Sehr noch stark. schauen. Vielleicht kann ich hier auch so eine kleine Aufnahme da mal reinschneiden während dem Spielen, weil ja Lack seine Spiele auch immer auf, also nicht aufnimmt, aber er streamt sie immer auf Twitch, was höchst unterhaltsam ist, weil gerade die beiden in Kombination sehr, sehr unterhaltsamen Humor haben. Finde ich immer wieder schön. Ja. So, Kann ich mich ja, aus der letzten Saison noch daran der erinnern. China-Build sieht eigentlich, also steht Rush drauf, auch schon tut es wie ein typisches China-FF-FI-Deck. Ist, glaube ich, alles mit dabei. Er lässt sich aber als erstes den T-Export durchschicken. Ist das jetzt normal? Ist das Standard geworden? Oder ich habe da keine Ahnung mehr seit dem letzten Patch. Ich auch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Tatsächlich, Lack hat auch die gutgläubigen, ich übersetze das immer so, Good Faith, die gutgläubigen oder die gut gemeinten Abmachungen oder wie auch immer ich das gerade spontan nicht übersetzen kann mit dabei. Die Karte habe ich schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Also Welche Karte? die Schiffslade beim Inder im ersten, da bekommst du Ach schneller so. deine Geschichten und sie kosten weniger und Brigade-Sachen kosten auch ein bisschen weniger. Das ist gar nicht ohne. Auf jeden Fall. Ich habe aber gerade auch nochmal bei Black gesehen. Also prinzipiell, er hat H4 Shipments auch. Also er könnte auch ins Vierte einfach gehen, wenn er ganz dreist ist Nee, eben, das und meine ich sich ja. dann die Sein Deck sieht Rattenschilde und nach, so weiter schicken lassen. es heißt Rush, oder? Aber es ist ein FF drinne und ein FI. Also ganz arg widerlich. Wie wir es hassen Mit den gelernt haben. Ratternschilden im zweiten kann er auch zweites contesten, prinzipiell, aber. Ja. Oh, oh. Wer kriegt den Schatz? Da läuft er einmal zu weit hoch. Der Inder, der hat heute einfach kein Schatzglück. Oh, und sein Dor, oh Gott. Und das Agrafor backt natürlich auch rum. Dauert jetzt noch 100 Sekunden, also da wird er knapp bei 5 Minuten oben sein, tatsächlich erst. Und er verliert, glaube ich, seinen Kundschafter. Ah, böse. Böse, böse. Wenn du das mal anschaust, bei Luck in der Basis, er baut es sehr eng zueinander. Also, wenn er jetzt prinzipiell sich in dem Sommerpalast und im Konsulat nur eine Wall zieht Ja, und ich dann sehe, noch was du das meinst. Blockhaus hat, dann kann er eigentlich recht gut ins dritte Age, würde ich behaupten, so wie er gerade baut. Was mir Er ein hat die bisschen Herde auch Sorgen macht, schön aber unterm CC. er ist jetzt erst geaged, also der Kollege braucht noch über 90 Sekunden, also der ist knapp unter 6 Minuten am Agen, also am Hochkommen dann. Der hat ein ganz, ganz furchtbares Edge-Up. Und was heißt ganz, ganz furchtbar, aber halt zeitlich sehr, sehr spät. Ja, der Inder ist aber auch nur maximal 20 Sekunden vor ihm. Und ich Ja, meine, stimmt. Luck aged mit 4 Siedlern und Testo nur mit 2. Ja. Umgekehrt, Ja. Luck Lack mit aged Test, mit ich weiß schon, 4 und Swagger Age mit Siedler. 2 und Lack Ach, Age mit Hilfe. 4. Es ist Ja. kompliziert, Leute. Ich sag immer, ich sag zu Skiller immer Swagger und zu Test immer Lack. Ich habe mir das jetzt auch angewöhnt einfach. Früher war es aber für mich genauso verwirrend. Ich erinnere mich noch, das war der erste Cast überhaupt, glaube ich. Das war Lack gegen. Uff, ich könnte es gar nicht mehr sagen, gegen Risi vielleicht oder so. Ziemlich krasse Spiele auf jeden Fall damals. Aber hier eben, man sieht halt wieder, das Problem auf dieser Karte Gecallt, ist. schau es dir an. Bei Luck, ich hab's gecallt.
Ach du Scheiße. Und da kommt noch das Blockhaus mit rein. Ich kotze mich voll. Boah, also wenn Swagger da reinrushen will oder zumindest mit 10 Sepoys Druck machen will, dann wird, glaube ich, ja, es ist ein 12-Sepoy-Rush tatsächlich. Uff, das ist ja echt unschön für ihn. Aber weißt du, das Problem auf der Karte ist, diese defensiven Geschichten finde ich auf der Karte, da hat jetzt, also mein eigenes Spiel hat es vielleicht auch schon so ein bisschen bewiesen, sich so defensiv zu halten. Es wird einfach bestraft auf der Karte, weil du sehr schnell abgeschnitten von deinen Ressourcen bist. Du hast halt nur ganz wenig Übergänge und die Übergänge sind leicht zu kontrollieren und leicht abzupassen im Zweifelsfall. Beziehungsweise andersrum, wenn du deine Eco rausziehen musst von dem mittleren Feld, dann hast du sehr schnell irgendwo Reiter drin kleben. Ja, und jetzt sieht halt Kann man auch an den Swagger. Seiten eigentlich ganz schön abwallen, wenn man es drauf anlegt. Ich Wenn meine, man es es sind ja drauf nur so anlegt, kleine ja. Passagen. Du musst aber davor die Härten reinbringen und dann bleiben dir immer noch nur zwei Goldminen. Das ist halt nur zwei Silberminen in deiner Base. Das ist so eine Sache. Naja. Was ich halt schon, also du siehst halt direkt, Swagger hat so keinen Bock, in dieses verdammte Blockhaus hinter einer Mauer reinzureiten. Also der sieht jetzt genau den grausamen Mist, der da vor ihm Aber stattfindet. er geht rein. Ja, finde ich einen schönen Winkel, den er hier gerade wählt, Alles weil gut. da kann er immerhin idlen. Und wenn es nur die Leute von den Goldkisten wegbringen ist, das ist ja schon was. Auf der anderen Seite, Luck wartet auch genau bis zum letzten Moment, bevor der Dorfbewohner wegzieht. Also der lässt sich das auch nicht bieten hier. Holt jetzt sogar Und der Minuteman. Cold Man. Ist ein Ich interessanter glaube, das Gedanke. da kommen die nicht mehr lebend raus. Weil Ah. der Kundschaft ist slowed und die Minutemen machen einen Schaden. Ja, doch, doch, die kommen schon lebend raus. Das macht er jetzt gut. Aber er verliert Ja, er verliert sehr drei viel. Sepoys. Das ist ressourcentechnisch besser als der Er Middle. kriegt Nein, tatsächlich. oder? Nee, ist es schlechter, weil 100 anders von der Wertigkeit sind. Vier, tatsächlich. Da Die Minutemen hätte kosten ich drauf gehabt. 80-80. Ach, die kosten nur 80-80. Danke. Da sieht man halt, wer von uns beiden in der Main ist. Also nee, ich habe gerade nachgeguckt, weil es Oh. kommen 4 Stück raus und die kosten 20-20. Das heißt, ich Ah, habe ja, das macht Sinn. hochgerechnet. Dann war es tatsächlich wertig und der fightet sogar weiter. Der Bruce Lee haut da weiter rein wie sonst was. Und kriegt tatsächlich noch einen und hat sogar noch niemals geschenkt bekommen. Ja, das gefällt Luck sicher wesentlich besser als Swagger an der Stelle. Luck kann jetzt auch schon agen in der Zwischenzeit, geht ins Dritte mit dem Porzellanturm. Mystery wird jetzt schon Das ist alle vielleicht auch eine Alarmglocken Age hier. anschalten. Ich wollte es gerade sagen, bei Mystery würden jetzt alle Alarmglocken anstarten, dass sowas immer wie ein Age-4-Play ausschaut, wenn du ins Dritte mit dem Aber Ding gehst. links kommen gerade wieder acht Sepoys. Sepoys durch und haben schon einen Siedler geknettet. Naja, das ist natürlich unschön, aber gut genug gerade noch für Luck an der Stelle. Also er bekommt noch fast alles lebendig raus. Nicht mal die Armee, die er gespawnt hat. Er hat sich darauf vorbereitet, dass er mit Kaff geradet wird. Finde ich auch schönen Gedanken. Weil er hat halt Pikes stehen und die Ja, Kischiken. Gegen aber ich Musketiere, die denke sieht er früh gerade genug. gegen Inder weiß ich nicht, ob das so geil ist. Weil ich meine, Ja, die die haben nur Bostanci. so Ware, die sie bauen können. Und gegen Bostanschi reicht auch prinzipiell, wenn du die normale Armee baust, mit den Pikes, würde ich behaupten. Ja, schon. Aber der Punkt ist, die Kischiken, also die Pikes kriegst du so oder so lebendig gegen die Sepoys nicht mehr raus, ne? Und die Kischiken können aber zumindest Ja. weglaufen, weißt du, was ich meine? Da behältst du Ja, vielleicht gut. mehr Wert. Und, oh Gott, wir sehen 100.000 Nahrung in der Bank, 170 Gold und 1.000 Gold sind gerade unterwegs auch für Luck. Also der macht aus der Situation, wo er gerade gesandwicht wird von zwei Gruppen Sepoys, tatsächlich ein Age-4-Play. Ist gerade erst angekommen und ist eigentlich Warte, schon warte, wieder. was? Warte. Nee, warte, warte, warte. Ich rede hier gerade kompletten Nee. Schwachsinn. Der Skiller, Age, Skiller na. schickt das Gold, Gottes Willen. Jetzt habe ich mich hier komplett verguckt. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, so lange so viel Blödsinn geredet. Ich dachte gerade schon, hä? Sind Schauen wir 20 das Minuten vor verschiedene mir oder Spiele. so? Aber ich bin nicht falsch dran mit meiner Es Aussage. kommt die 1000 Gold tatsächlich Ja. durch. Wir sind auch derzeit auf Gold mit dem Porzellanturm und ich nehme an, ich könnte es mir vorstellen bei seiner schlechten Handsituation, dass tatsächlich der Porzellanturm hier das entscheiden könnte, dass er hier nochmal wesentlich schneller hochgeht. Genauso wie man sich es halt auch denkt. Aber Und dann hat man halt 12 Arkebusiere im vierten Zeitalter stehen. Das sind also die schönen Wenn du Sachen. mal guckst, also Luck muss echt gut Siedler verloren haben. Es steht 31, 31 Siedler 22. zu 22, auf 23. Er ist halt auch mit dem deutschen Trickle unterwegs, das heißt, er kriegt jetzt nicht mehr so schnell Wills, aber das schauen wir uns danach definitiv an. Da bin ich ganz bei dir. Also sicher so immer wieder 2-3 hätte ich gesagt, dass er verloren hat. Und das ist schon ordentlich. Und Luck raidet mit Geschichten. Die schlechteste Die Raid-Einheit machen ever. 4 Schaden. Die machen 4 Schaden. Okay, zwar doppelte Feuerrate, das heißt 8, Das aber. ist ja fast ein Strelli.
Ach Gott. Kacke. Okay, ich habe mir. Okay, er macht den Porzellanton nicht auf Nahrung. Falls ich das vorher behauptet hätte, hätte es mich jetzt doch gewundert. Tatsächlich auf der Ebene willst du halt das wirklich nie, 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 nie auf die uneffizienteren Ressourcen stellen. Und mit Holz ist er, glaube ich, richtig gut beraten. 4 Holz pro Sekunde, das ist unupgradet, sind es 8 Siedler, das ist schon ein ordentliches Ding. Er will wirklich ins Viertel. Ja, er meint es ernst. Behält sich auch ein Shipment ready, das finde ich sehr schön. Also ohne die Schiffsladung wird es wahrscheinlich ein bisschen unangenehm werden. Punktegleichstand übrigens. Jetzt aber Ja, Luck aber nicht mehr allein im dritten. er swaggert halt auch mit zwei Handelsposten. Ja. Das ist was, was ich bei den beiden schon öfter mitbekommen habe. Die sind sehr handelspostenlastig in ihren Plays. Ich war mit Indien, bin dem nie so bewusst draufgekommen, dass das anscheinend was ist, was man gut machen kann mit Indien. Aber tatsächlich, die Handelsposten bringen dir halt nochmal schneller deine Shipments, bringen dir halt nochmal schneller deine zusätzliche Eco Ziele. und dann hast du irgendwann, genau, dann hast du irgendwann noch Stagecoach, also die Postkutsche und Auf gönn jeden dir. Fall. Und wenn du mal guckst, ich glaube, Swagger ahnt so langsam, dass ein HP kommt und hat auch schon Walls um seinen Agra vorgespannt. Ja, finde ich gut. Urumi Zwar ist auch leider schon mit am Lücken, Start. aber. Achso, es poppt. Ich würde echt gern die zwei Mahut-Lanzen weitersehen. Ich muss ganz kurz mal was umstellen, weil hier auf der Seite gerade die ganze Zeit mich Leute zuspammen. Sind zwar nette Leute. Greenhorn und Stillers tatsächlich, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Wir müssen uns jetzt das anschauen, wie sich die beiden hier voll Pfund aufs Maul geben. Ja, hast du Skiller auf geht Pause auf gemacht, Edge 3. Nee, oder? nee, ich bin nicht auf Pause. Ich habe nur kurz umgeschaltet. Okay. Aber alles gut. Ich bin noch bei 12 Minuten und 10 Sekunden gerade jetzt. Ja, ich auch. Wenn du auch mal guckst, Das Lack ist Age-Up jetzt geht im durch. dritten. Ja, oh Gott. Was kommt als erstes Shipment? Was meinst du? Ja, sofort die Antikav. Und da Ja, kommt wobei auch ich schon, da glaube, das ist kommt der falsche es. Call. Ja. Ich Ja. glaube, das ist der falsche Call. Ich fände es schön, wenn das abbrechen würde. Die Frage ist halt, hat er denn irgendwas gegen den einen Mahut tatsächlich? Das klingt jetzt vielleicht zu Ja. dumm, aber was denn? Er hat ein paar Piken, okay, die sterben und ein paar Kaschiken. Die sterben zwar alle prinzipiell, aber ich denke trotzdem, dass es sinnvoller wäre, wenn er sich irgendwie sowas gefickt hätte wie die 16 Arke Posiere. Weil da ist wirklich viel, viel mehr Naja, aber wenn dann etwas, halt was noch 5 effektiv Sovare und schwer hinterherkommen, ist. bist du weggefistet. Also dann bist du halt tot. Und jetzt mit Ja, den schon, Nahkampftruppen aber. kann er ihn immerhin slowen. Ja, jetzt sind auch die Ja, ab. okay, gut. Da ist halt das Problem, jetzt kommen die Plänkler so unschön nachgelaufen. Jetzt ist es wieder ungeil für ihn. Weil jetzt kämpft er ohne Plänkler und kriegt halt da von den letzten verbleibenden Urumi richtig auf den Sack. Deswegen, Boah. das Shipment ist jetzt schon weg. Deswegen hätte ich gedacht, dass eventuell die Skirms geiler gewesen Das wären ist gerade für nicht so geil. Ja, aber schau, was er auch. Er wollte jetzt gerade noch Jünger bashen, aber die kriegt halt auch nicht so viel raus. Immerhin ist der verdammte Mahut jetzt tot. Das ist schon mal für ihn nicht schlecht. Er kämpft unterm TC, aber ohne ihn. Sagt, Dorfplaner du willst die drin. 16 Arkebusiere raus. Ja. Das ist schön. Damit kann er sich wieder halten, ja. Er bildet aber weiter die Ming-Armee aus. Also die Pikeniere mit den Kaschiken. Auch interessant. Ah gut, es ist halt die unendliche, ne? Die unendliche Ausbildung bei denen im Ja, Sommerpalast. schon, aber Ja, die könnte man ich auch meine, er umstellen, keine kann. Frage. Da bin ich ganz bei dir. Sorry, Ja, jetzt er habe ich kann dir sich voll da jetzt alle reingegrätscht. Armeen durchdrücken lassen. Alles Ja. gut, alles gut. Wenn es ein Zion-Deck wäre, dann hätten wir jetzt hier noch dreimal so Karten für 1000, 3000, 2000 Nahrung. Ja. Was ich auch super lustig fände Ja. tatsächlich. Und schau dir mal an, wie viele Siedler gerade links auf Gold gehen. Bin ich der Einzige, der findet, das riecht hier ein bisschen nach Rattenschildern. Auf jeden Fall. Also, was ich mir auch vorstellen kann, ist ja, dass er jetzt recht schnell noch die Manchus haben möchte. Für den Fall, dass wirklich vermehrt Kaff kommt. Gegen Weil Kilia. Rattenschilde werden da nicht so gut reinballern. Ja. Problem für Swagger an der Stelle, er hat nicht meinen Stall. Hat sich aber gerade 1000 Gold Ja. geschippt, also er kann jetzt Einheiten ballern wie noch was, wenn er halt die Infrastruktur gerade dafür hätte. Baut aber Okay, ich tatsächlich dachte gerade gerade, kein Militär. wir will nach ins Viertel. Das wäre auch lustig. Aber hat er denn im vierten irgendwas Spannendes? Er hat da die Er Urumi hat da halt die nochmal. unendlich Rumis mit Mansapta Urumi.
Boah, ja, das wäre schon vor allem die Autotechen, ja. Also die upgraden sich ja automatisch, wenn sie ins nächste Ja. Zeitalter kommen. Ist ja auch so unlustig an den Einheiten. Und Swagger hat sich den dritten Handelsposten geholt. Das ist schön. Wenn da dann irgendwann auch nochmal die Handelsroute abgewählt wird, dann bin ich ein absoluter Fan davon. Oh, und er hat gerade tatsächlich. Die Radanschilder durchgedrückt. Krass. Das auch, ja, die kommen gerade an. Die Artillerie wird ja auch gebaut, das darf man nicht vergessen. Die fliegenden Krähen sind ja super Anti-Artillerie. Auch wenn man die jetzt nicht unbedingt braucht gegen den Inder. Aber für den Belagerungsschaden ist Aber es immer schön. die Teile, die fetzen echt viel weg. Ja. Das Das sind habe ich so. in meinem Spiel gegen Zion gemerkt. Ja, mein Gefühl ist immer, wenn ich mit denen spiele, ich krieg die nicht gebacken, also ich krieg die einfach nicht kaputt, wenn ich gegen sie spiele, und ich krieg sie nicht gemeint, wenn ich mit ihnen spiele. Das ist so mein Hass, meine Hassartillerie. Und ich bin generell schon eher so, was Ja. Arti-Skills angeht, auf Tobis Seite. Ich finde, es gibt viel, viel schönere Artillerie. Ja, ich bin halt Die haben halt auch eine Haudespieler. recht lange Animation. Also du Ja. klickst auf ein Ziel und dann kommt halt erst so dieser Anfang von diesem Raketenschuss, der halt ein, zwei Sekunden dauert und dann wird erst geschossen. Das heißt, im Prinzip kann man sie halt outmicron, relativ einfach mit Coolps oder so. Ja. Was mir gerade noch auffällt, also das ist das Gute, dass der Gegner keine Kulls hat per se, aber natürlich die Elefanten sind am Start. Die sind nun mal schwierig, damit umzugehen, wenn die dann rauskommen, die Belagerungselefanten. Aber was ich gerade sagen wollte, diese ehrenhaften Arkebusiere, das sind H4-Einheiten. Die Sepoys mit ihrem Upgrade-Kumpan, der da mit dabei ist, haben 250 Leben. Es braucht über 5. Es braucht, glaube ich, genau 6. 7 Schüsse, dass die einen Musketier down kriegen. Das ist eigentlich schon ziemlich heftig dafür, dass es das eine Kontereinheit sein soll. Und schau mal, das H4 kommt tatsächlich durch. Tatsächlich, mit was Edge denn? Mit Mit dem Kalimata, Kanemata. eh klar. Aber ich finde es gerade. Ah, doch, rechts auf der Seite. Tatsächlich, der traut sich was. Aber das ist sowas, was wir halt hier öfter sehen. So die Seiten kommen im lateren Game dann auch zum Play. Also das passiert dann immer öfter, dass das auf der Seite mit dazugenommen Hier wird. sind halt auch zwei Goldminen, also jeweils auf Ja. einer Seite. Jetzt ist das H4 da und da kommt erstmal das ehrenhafte Sepoy-Upgrade. Und er Jetzt schickt sich kommt. erstmal auswärtige Abfeuer zu dem vierten. Wie bitte das? Wieso denn das? Also, er hat aber noch eine Schiffsladung bereit im Hintergrund. Das bedeutet, er könnte sich jederzeit auch noch die Ja. Urumis danach durchdrücken. Es ist ein bisschen komischer Call, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen Aber sehr da weirder denke ich Call. mir, dann muss er ja gepennt haben, weil er hätte das ja die ganze Zeit callen können. Ja, ich glaube, er ist halt vielleicht davor so aggressiv reingegangen. Aber sein Aggro ist auf jeden Fall down. Da braucht man nicht lange drüber reden. Und jetzt ist halt in der H4 Aha. gegen. China H4 ist die Frage, wer da härter kickt. Also da kommt auch schon die Upgrade-Karte für die Arkebusiere und Changdao durch. Ziemlich starkes Ding, auf 15%, 15%. Und er baut auch genau die Armee jetzt. Territoriale Armee, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Ja, genau. Ich überlege gerade, Nicht? prinzipiell sollten die Urumis aber den Fight gegen die Rattan-Schilde gewinnen. Wegen dem Oder? Flächenschaden würde ich behaupten, aber ist halt die Ja, Frage, wo und sie weil sie drin mehr stehen. Schaden machen. Ne? Schockinfanterie, Wo poppen sie Handinfanterie. raus? Ja, die müssen fast Also, oben sie haben zwar kommen. keinen Multiplier dagegen, aber sie machen halt Ein 25 Flächenschaden, Schaden. ne? Und das halt auch noch mit einer Geschwindigkeit von 1. Ja, 25 Schaden, 1 und Flächenschaden. Extra Schaden gegen schwere Infanterie. Aber negativen gegen Schockinfanterie. Aber, nicht so stark wie der. Achso, nee, stimmt. Ich habe vergessen, dass das ja, dass der Modifier nicht andersrum zählt. Schockinfanterie ist ja keine Infanterie. Wer nicht versteht, was ich damit meine, dem kann ich auch Leider. nicht helfen. Und die Omis haben tatsächlich nur einen Multiplayer auf schwere Infanterie, also nicht insgesamt auf Infanterie. Ja, bei Plänklern countern sie trotzdem, weil sie durch die Rüstung gehen. Ist meine Devise dabei. Oder was heißt countern, aber hauen sie trotzdem derbe rein. Weil sie mit ihrem Angriff voll durch die Rüstung durchheizen. Ja, und Plänkler sind im Nahkampf eh Kacke. Ja, gegen alles. Das kann man sich merken, Leute. Ja, und da wird jetzt Außer, weiter weggeballert. was wir gestern erfahren haben, als wir nochmal so ein Kolosseum gespielt haben mit Kili und Mero, da gab es Bogenschützen, die hatten einfach 31 Nahkampfschaden. Schön. Das klingt richtig Ja, dämlich. dachten wir uns auch. Also irgend solche Schafsholzbogenschützen oder so.
Mich wundert es fast, also der Inder, ich würde gerade sagen, mich wundert es, aber der Inder hat halt ein zweites Dorfzentrum und der ballert halt die ganze Zeit schon Wirtschaft. 65 Dorfbewohner zu 37, da ist wirtschaftlich halt schon Also, ordentlich Zun mir dabei. kommt das irgendwoher bekannt vor. Mit dem Siedlerunterschied. An Und da was geht denkst ein du immer? drittes TC links hoch. Oh, das ist wunderbar. Ja. Das ist halt von Swagger echt gut gemacht, dass der sich die Map richtig breit nimmt. Weil klar hat Luck jetzt hier das Push-Momentum und hat eine richtig krasse Armee. Auch die Sepoys werden hier ein bisschen zu schwitzen haben, sogar im H4. Ja, das Aber sind 95, das sind über 95 Einheiten. ja. Das ist eine kranke Masse auf jeden Fall. Was kommt da da oben? Oh, jetzt sind Belagerungselefanten gepoppt. Das macht den Fight hier natürlich wesentlich interessanter. Und auf der linken Seite, siehst du das? Das hat, glaube ich, gerade Tester auch gesehen. Dass da links die Kaff angeräumt kam, weil er hat im Hintergrund noch die Anti-Kaff stehen. Nimmt hier schon die ersten paar Fights. Die Minutemen laufen komplett ins Leere. Den Fight, das merkt Ja. man, wollte gerade Swagger wirklich forcen, aber kriegt den halt nicht. Und jetzt Sind die wird's Elefanten interessant. schon tot? Habe ich was verpasst? Die Siege-Elefanten, nee, es sind Siege-Elefanten gepoppt. Die dürften noch nicht tot sein. Ja, sind die schon tot? Ach du gute Güte, die sind tatsächlich tot. Die hat er, glaube ich, rausgeschossen. Ja, und der Fight hier geht eigentlich jetzt gefühlt nicht so schlecht aus. Hätte ich jetzt mal behauptet. Die ganze Nee, ich Antikaffe finde, wird das ist weggeschmetzelt. richtig gut. Und die Urumis gehen Ja. sogar auch drauf. Weil die halt so weggeplänkelt werden. Also es sind genug nicht schwere Infanterieeinheiten drin, um den Urumis ordentlich einzuheizen. Das sieht für. Oh, und da geht der Punktevorsprung aber ordentlich verloren. Ich Also hätte es. gedacht, dass das gut ist für Swagger. Hätte ich kurz auch gedacht, aber da hat tatsächlich Tester einfach genug nicht schwere Infanterie dabei. 4000 Punkte Unterschied an der Stelle und er muss schon auf die unendlichen Urumi zurückgreifen. Witzig. Da hat halt gerade Luck richtig, richtig eingeheizt. Wäre schön zu sehen, ob er hier hinten irgendwann noch Arti produziert hat. Die bräuchte jetzt nämlich dringend, finde ich. Ja, Testo schickt sich auch gerade. Also Lack schickt sich die zwei fliegenden Krähen. Und seine gesamte Wirtschaft wandert nach links ab. Schauen wir dir mal dieses friedliche Dorfzentrum beieinander sein an. Auf der linken Seite. Das ist Ja, echte aber Freundschaft hier. die Frage ist halt, wie viele Leute können man in einer Goldmine sammeln? Weil ich glaube, da gibt es auch eine Begrenzung für. Ja, das wird knapp. Das wird wirklich knapp da drüben. Er hat halt, also stell dir mal vor, wenn er jetzt da drüben die Meteorhämmer raushauen würde. Wenn Luck das Oh. machen würde, da könnte er halt Schaden machen ohne Ende. Uff, aber schau dir das an, da kommt Swagger mit 5 Elefanten. Das will ich sehen. Ja, das sieht sehr schön aus. Boah, da kommt er. Also ich bin jetzt gerade bei 22,45, gerade dass wir es zeitlich im Blick haben. Ja, ich auch. Okay. Und, oh, die Urumis. Die Aber Urumis könnten da genau rauspoppen. Das könnte jetzt richtig die dreckig werden. männlichen. Ach du Scheiße, die Einheiten genau blockiert auf der falschen Seite. Und da kommen die Urumis und zimmern jetzt halt in die Antikaff rein. Das wird ja dreckig, ey. Ach du Ja, die Scheiße. Urumis sind aber gerade in die Scrums reingepoppt. Ja, aber da Aber ist. ich Also glaube, die vielleicht Antikaff kommt trotzdem. nicht an denen vorbei. Das meine ich. Die Antikaff kommt nicht dran vorbei und jetzt ziehen sie sich vorbei und jetzt gehen sie aber trotzdem. Siehst du diese ganzen plus 10? Ach du Scheiße! Gleichstand vor noch auf 30.000 Punkte. Jetzt auf einmal wird hier weggeflext. Auf einen Schlag 7.000 Punkte Unterschied. Ich sag's 9.000 dir, Punkte Mammut ist Unterschied. der Weg. Heilige Mammut ist der Scheiße. Weg. Ach du, ja, da hat sich's bewahrheitet. Mahut und Urumi. Und da muss ich, es würde mich interessieren, ob, ach du Scheiße, das ist ja unschön. Oh, Und ist jetzt das kommen die bitter. Britische aus Indien an das Kompanie. Ja, jetzt werden die Einheiten nochmal richtig krank werden. Ich weiß, was wir damit meinen. 10% auf die Haupteinheiten in der Armee hier. So Ware, Gurken und Sepoys werden gebufft. Und das ist einfach so eine allumfassende Geschichte. Richtig, richtig stark auch wieder. Jetzt vermisse ich so ein bisschen die Elefantenkampfkraft. Boah, Alter, aber ich glaube, das ist, also, das ist halt so nischig eigentlich auf der Elo, dass du so viele Elefanten Ja, maxen ich kannst. weiß. Aber schau jetzt mal an, wie das auch weggesiegt wird, das TC. Das hat den Morgen nicht gesehen, da ist schon wieder Abend. Ja, und 10.000 Punkte Unterschied. Da Und sind das nach vielleicht mal einem zwei fliegende einzigen Krähen Fight. rausgepoppt, aber. Das ist halt, also die Krähen, ganz ehrlich, die sind schon ganz nett, aber die werden jetzt halt auch nicht lang genug leben, dass sie da den Schaden machen können. Die sind nämlich überraschend schlecht gegen Infanterie gefühlt. Sage ich, und auf einmal fliegen da Machen Einheiten. halt nur 285 Schaden. Ohne Also Multiplier, nur. ja. Ja, und da gehen sie halt alle flöten. Und ich meine, also Luck probiert sie eh noch verzweifelt hier zu halten. Der hat eh noch Armee und kontert vielleicht noch ein bisschen raus hier und da, hat dann noch Armee nachgeschickt, baut noch Armee nach. Aber der ist halt Er ressourcentechnisch kommt auch. halt nicht mit dem Elefant zurecht. Ja.
Es sind halt genau diese Dreckselefanten, es ist unglaublich. Wenn man halt keine guten Dragoner hat und keine langlebige Infanterie, dann ist es traurig. Ja, und da muss ich die konfuzianische Philosophie tatsächlich einfach hohe Gewalt geschlagen geben. Im wahrsten Sinne, ey, da wird da weggefackelt. Jetzt, ja, kann er hier nochmal schön reinschießen. Ist Ah, Elefant. mittlerweile Swagger auch auf doppelten Sieglern. Boah, ja, Gottes Willen. Ich meine, sein Kanimata ist down. Ein großer Gewinn ist es aber trotzdem nicht, weil Luck muss hier halt gerade darum kämpfen, überhaupt noch irgendwas zu behalten. Während Skiller sich auf der gesamten Karte ausgebreitet hat wie Krebs. Es ist unglaublich. Aber links sind jetzt tatsächlich die Siedler von Testo an der Mine dran. Ja, aber das ist egal, weil der Punkt ist, die Mine ist zur Hälfte weg und wenn dann, du brauchst ja nur 5 Einheiten rüberschicken, das könnte Testo auch gar nicht irgendwie contesten. Punkte liegt 2 zu 1 mittlerweile und Vor allem hat Swagger einfach mal drei Siedler in seinem Dorfzentrum einquartiert und schießt gerade einen Siedler nach dem anderen raus das an der ist Mine. nicht dein Ernst. Das ist freundschaftliche Konkurrenz, oder was? Geil. Und da kommt Pitade. Jetzt ernsthaft? Ach du Scheiße, ist das mies. Hat er sich dafür extra mit den Briten noch verbündet? Ja, geil. Ja. Oh Mann. Ey, da würde ich mir auch verarscht vorkommen. Jetzt schnitzeln die Petarde die Siedler. Ich glaube, Testo hat sich gerade auch noch die Intervention durchgeschickt. Vielleicht habe ich es aber auch verpasst, aber es sind mehr, als du eigentlich ausbilden kannst auf einen Schlag. Vielleicht auch einfach so eine große Masse an Nee, Einfluss Intervention ausgegeben. ist nicht da. Nee, aber bei mir sind halt ganz viele Dinge gespawnt, ganz viele Rotröcke. Für Testo. Die gerade in die Ach so, Kaff für reinfiefen. Testo. Ja. Ah, ich war gerade Sorry. bei Zeiger, weil er auch die Karte dabei hat. Ja, er hat sich Intervention geschickt. Hast recht. Ja, GG, da kommt's und da ist es auch vorbei. Aber meine Fresse, das ist ja jetzt auch wieder so ein Game. Ein böser Fight, der böse nicht hätte werden sollen. Und eigentlich, es haben wieder, also in dem Fall die Kaff auch noch ziemlich heftig. Aber auch eine zentrale Einheit in dem Fight waren wieder die Urumi. Da sieht man einfach, Inder im Verteidigungsmodus brauchen ihre Urumi und sie brauchen sie im richtigen Moment. Ja, auf jeden Fall. Also Rumis als Pop würde ich sagen, fast der beste Pop, den es gibt. Ja, weil sie halt, also das ist das Spannende an diesen Einheiten generell mit Flächenschaden und was nicht. Das ist ja bei Doppelsöldnern oder Samurai, ja, Samurai vielleicht jetzt nicht. Aber was fällt uns noch ein? Landsknechten manchmal auch bei allen Einheiten, die Flächenschaden machen, wenn die poppen, dann hast du halt da auf einmal einen viel stärkeren Oha-Moment, weil das Schadenspotenzial viel größer ist. Also wenn du jetzt halt 10 Skirms hast, die feuern ja maximal 2, 3 Einheiten auf einmal weg, wenn überhaupt. Und mit solchen Einheiten kannst du halt dann gleich mal richtig Rabauts machen, wenn 1, 2 Sekunden nicht geguckt wird. Ja, Flächenschaden sehr hohes wins. Schadenpotenzial. Ja. Ja, Tim, ich würde sagen, wir haben wieder zwei. Ich habe heute jetzt schon insgesamt 6 Spiele gecastet, gerade dass ihr euch das vorstellen könnt. Oha. Und die haben alle nicht enttäuscht. Also, da bin ich schon mal sehr froh drum. Danke auch, Tim, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und gerne wieder. Ich Gerne. habe dich immer gerne mit dabei im Cast. Gerne, gerne. Kann ja jetzt nun mal der Liga nicht dabei sein. Vielleicht dann wenigstens so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Und nächste Saison einfach schnappen wir dich rechtzeitig dazu und lassen länger die Frist offen im Zweifelsfall. Ja, ich Ah, sorge das einfach war. dafür, dass ich nicht wieder sowas habe. Na gut, aber Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an den Begegnungen wie wir. Insgesamt eine gute 40 Minuten Spiele. Ordentlich gescheppert hat das Ganze und damit würde ich sagen, schauen wir mal noch ganz kurz in die Ressourcen rein. Ja, 14.000, eh nur 14.000 Ressourcen mehr für den Inder. Wundert mich fast, dass es nur so wenig sind, so blöd es klingt. Bei der Übermacht, die er da eigentlich hatte. Prinzipiell sogar noch weniger, wenn man auf die kostenlosen Einheiten guckt. Uff, ja. Naja, 2000 Ressourcen, stimmt ja, aber die kostenlosen Einheiten sind ja auch massiv hier, was rausgepoppt ist. Aber Was ich da auch Militärmassen. witzig finde, Ja. der Unterschied von der Anzahl 81 kostenlose Einheiten bei Swagger Ja. war 14.240 und 118 Einheiten Ja. bei Luck, aber dafür 16.000. Schau übrigens nochmal Das ganz sind kurz. 40. Ja? Das sind Sorry. 40 Einheiten unterschiedlich, aber dann doch 2000 nur. Das ist. Spannend, to say the least. Was voll interessant ist, auch Luck hat tatsächlich am Anfang 1, 2, 3, ja nur 3 Siedler verloren, hat aber dann teilweise nicht ausbilden können.
Also es war gar nicht so, dass, Daran also es ist lag's. halt schon ein bisschen geradet worden. So 10% der Eco sind flöten gegangen, verlangsamt alles und macht es halt danach schwerer nochmal für dich. Und Militär, den Kampf will ich jetzt nochmal sehen. Also der erste Kampf war ja fürchterlich, die ersten Fights für Luck. Dann ein ganz Richtig. fürchterlicher Kampf für Swagger. Und dann halt der Kampf, der es entschieden hat, nochmal ein richtig harter Rematch und halt komplett tote Hose dann für Luck. Bei dem Fight, da verliert er innerhalb von Sekunden. Was ich witzig finde, das sind hier nur zwei Badges gewesen. Oder wenn du so willst, zwei Pops. Ja, Aber ja, das sind ja. halt von 39 hoch auf 107, was sagt. Richtig brutal. Aber damit, Leute, sind wir raus. Macht's gut und ich wünsche euch was. Pfiat euch.